Die Bundesregierung wird die von der Türkei gewünschte Nachrüstung ihrer Leopard 2 Kampfpanzer vorerst nicht genehmigen. Außenminister Sigmar Gabriel SPD sagte am Donnerstag dem Spiegel, die geschäftsführende Regierung werde dem Ergebnis der laufenden Koalitionsverhandlungen nicht vorgreifen und mit der Beratung von kritischen Vorhaben bis zur Neubildung einer Regierung warten. Die Bundesregierung sei sehr besorgt über den militärischen Konflikt im Norden Syriens. Was die aktuellen Beratungen um Rüstungsexporte angeht, so ist für die Bundesregierung klar, dass wir nicht Entspannungsgebiete liefern dürfen und dies auch nicht tun werden, sagte Gabriel. Die Türkei hat in den 90er Jahren mehr als 300 Leopard 2 Panzer aus Beständen der Bundeswehr erhalten. Vor wenigen Tagen waren Bilder aufgetaucht, die den Einsatz solcher Panzer bei der Syrien-Offensive der türkischen Armee gegen die Kurdenmiliz YPG zeigen. Gabriel hatte seinen türkischen Kollegen Anfang Januar zugesagt, die Nachrüstung der Panzer mit Minenschutz zu prüfen. Das war aber noch vor der türkischen Offensive. Die Prüfung ist damit jetzt erst einmal auf Eis gelegt. Gleichwohl steckt die Bundesregierung in einem Dilemma. Noch nie hat eine Bundesregierung so viele Rüstungsgeschäfte genehmigt wie die Große Koalition in den vergangenen 4 Jahren. Dabei war der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Gabriel mit dem Versprechen angetreten, die Waffenexporte zu beschränken. Das wirft Fragen auf. Was ist bisher über die deutschen Rüstungsexporte im vergangenen Jahr bekannt? Der Rüstungsexportbericht der Bundesregierung für 2017 liegt zwar noch nicht vor, aber in einer Antwort auf eine Frage des Bundestagsabgeordneten Stefan Liebig-Linke teilte das Wirtschaftsministerium einige vorläufige Zahlen mit. Demnach genehmigte die Große Koalition im vergangenen Jahr Rüstungsexporte mit einem Gesamtwert von 6,2 Milliarden Euro. Der größte Teil davon ging nicht in Staaten, die der EU oder der NATO angehören und deshalb derzeit mit Ausnahme der Türkei als unproblematische Empfänger gelten, sondern an sogenannte Drittländer. In diese Staaten durften Rüstungsgüter im Wert von 3,8 Milliarden Euro exportiert werden, im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um rund 120 Millionen Euro. Zwischen 2014 und 2017 genehmigte die Bundesregierung Waffenexporte in einem Gesamtwert von 24,9 Milliarden Euro, und damit deutlich mehr als die schwarz-gelbe Koalition, die auf ein Gesamtvolumen von 20,7 Milliarden Euro kam. Besonders deutlich ist der Anstieg ausgerechnet beim Export in die Drittstaaten. Während von 2010 bis 2013 Waffen und andere Rüstungsgüter im Wert von 9,9 Milliarden Euro in Drittstaaten genehmigt wurden, stieg das Volumen in den folgenden 4 Jahren um etwa 46%. Die Koalition aus Union und SPD winkte Ausfuhren in Drittländer in Höhe von 14,5 Milliarden Euro durch. Welche Länder waren die wichtigsten Empfänger deutscher Waffen und anderer Rüstungsgüter? An der Spitze der Empfängerstaaten stand im vergangenen Jahr Algerien mit Genehmigungen in Höhe von fast 1,4 Milliarden Euro, gefolgt von Ägypten mit geplanten Exporten in Höhe von 708 Millionen Euro. Zu den 10 wichtigsten Empfängerländern zählten wie bereits seit Jahren auch Saudi-Arabien, obwohl das Land im Nachbarland Jemen Krieg führt, und die Vereinigten Arabischen Emirate. Südkorea steht ebenfalls auf der Liste der wichtigsten Kunden der deutschen Rüstungsindustrie ganz weit oben. Wie werden die Zahlen von der geschäftsführenden Bundesregierung und der Opposition bewertet? Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Dieser Satz wird im Wirtschaftsministerium fast schon gebetsmühlenartig wiederholt. Am Mittwoch betonte eine Sprecherin, der Gesamtwert der genehmigten Exporte sei im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen von 6,8 auf 6,2 Milliarden Euro. Die Rüstungszahlen schwankten, seien aber in der Tendenz rückläufig. Ein Blick in die Rüstungsexportberichte der vergangenen Jahre zeigt, dass die Zahlen seit 2015 zwar zurückgehen, aber nur, weil das Jahr ein absolutes Rekordjahr war. Verglichen mit früheren Jahren wurde 2017 der dritthöchste Wert überhaupt erreicht, bei den Einzelgenehmigungen für Drittländer sogar der zweithöchste Wert. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wies zugleich darauf hin, dass einzelne Großaufträge die Zahlen in die Höhe trieben, 2017 beispielsweise durch die Lieferung einer Fregatte nach Algerien. Aus der Opposition kam massive Kritik an der Rüstungsexportpolitik der Großen Koalition. Linken Fraktionschef Dietmar Bartsch warf Union und SPD vor, total versagt zu haben, und sprach von moralischer Verkommenheit. Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, die Bundesregierung habe ihr Versprechen gebrochen, die Zahl der Rüstungsexporte zu senken.
Zumindest in einem Punkt wollen Union und SPD ihre bisherige Rüstungsexportpolitik ändern. An Staaten, die im Jemen Krieg führen, sollen keine Waffen mehr geliefert.